Heute für euch der Moment, in dem Voldemort genau wusste, dass er verlieren würde. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video sprechen wir über Lord Voldemort und den Moment, in Harry Potter als Voldemort verlor, beziehungsweise vielmehr den Moment, als er realisierte, dass er verlieren würde. Es gab wirklich einen kleinen Moment, in dem Voldemort endlich realisierte, dass er verlieren würde und dass er nichts mehr dagegen tun konnte. Ich weiß, was viele von euch jetzt denken. Voldemort war eingebildet, arrogant und übermütig bis zum Ende und hätte nie gedacht, dass er verliert. Aber war er das wirklich? Die Wahrheit ist aber, trotz seiner Arroganz, trotz seiner Überheblichkeit und trotz seiner Selbstüberschätzung war Lord Voldemort ein sehr intelligenter Mann und war sich sehr wohl bewusst, wenn die Dinge nicht ganz nach Plan liefen. Voldemort war so selbstsicher, dass wenn eine Situation nicht nach Plan laufen würde, eine Stimme in seinem Kopf auftauchte, die ihm sagte, dass die Situation schief laufen könnte. Er hatte schon Verständnis für diese Stimme. Ich glaube, er wollte vieles einfach nicht wahrhaben, aber das heißt nicht, dass er nicht erkennen konnte, wenn etwas schief gehen würde. Als Voldemort in Hogwarts war, wurde schnell offensichtlich, dass er ein außerordentlich talentierter Zauberer war. Allerdings nutzte er dieses Talent leider dazu, sich zu einem der gefürchtetsten bösen Zauberer aller Zeiten zu entwickeln. Voldemort war eine extrem einschüchternde Person. Er hat nie verloren, wurde nie besiegt und jeder, der sich ihm entgegenstellte, wurde entweder besiegt oder getötet. Und so war es auch den größten Teil seines Lebens. Von einem sehr jungen Alter an hatte er im Waisenhaus immer das Kommando. Zum Beispiel schikanierte er die anderen Kinder und hat sogar noch viel Schlimmeres getan. In seiner Schulzeit hatte er eine Gruppe von Anhängern um sich, die ihn im Grunde verehrten. Was ich damit sagen will ist, dass wenn die Leute ihn nicht unterstützt haben, dann haben sie ihn definitiv gefürchtet. Er war während des ersten Zauberkrieges sehr nah am Sieg und seinem Ziel dran. Also realistisch betrachtet, wenn er gewonnen hätte, hätte ihn niemand mehr aufhalten können. Der Orden des Phönix hatte keine Möglichkeit, ihn zu stoppen und war praktisch am Ende. Der Orden des Phönix betrieb nur eine Art von Schadensbegrenzung, ein Fall von Verlangsamung des Dunklen Lords. Wie auch immer, alles was Voldemort tat, jede Idee, die er hatte, jeder Ansatz, den er verfolgte, funktionierte. Und da war auch noch die kleine Tatsache, dass er unsterblich war. Er konnte nicht getötet werden. Er stürzte sich auf jedes Hindernis. Er glaubte nicht nur, dass er siegreich sein würde, sondern er dachte, er weiß mit Gewissheit, dass er es sein würde. Wenn man ein Duell gegen Voldemort haben würde, dann ist es so, als würdest du gegen den Besten der Besten antreten. Es ist, als ob du gegen jemanden antrittst, aber du weißt, dass du verlieren wirst. Deshalb war Voldemort so furchterregend. Er war unbesiegt und er war unsterblich. Kann man ihm also seine Arroganz und seine Selbstüberschätzung in dem Fall wirklich vorwerfen? Wenn man in seinem Leben immer nur gewonnen hat, ist es sehr, sehr schwer, gegen die Tatsache zu argumentieren, dass es sein Selbstvertrauen beeinträchtigt hat. Und selbst nach seinem Untergang gab er sich nicht die Schuld an seinem Machtverlust im Jahr 1981. Sein Machtverlust im Jahr 1981 war definitiv zurückzuführen auf die alte Magie der Liebe. Er hat nicht besonders gut darauf geachtet, weil es eine Magie war, die er für irrelevant hielt. Es war eine schwierige Magie für ihn zu verstehen und zu nutzen, weil er Liebe nie selber erlebt hatte. Und es war definitiv seine Schuld, weil er sich erstens nie mit der Magie auseinandergesetzt hat und zweitens, weil er bei der Prophezeiung direkt reagierte. Obwohl er also vorsichtiger bei seinem zweiten Einsatz gegen Harry Potter war, gab er sich dennoch nicht die Schuld für das, was in jener Nacht im Jahr 1981 geschah. Niemand wusste, wie man ihn vorher besiegen konnte, aber jetzt wusste Harry Bescheid. Er wusste, dass man Voldemort töten könnte, wenn man alle Horcruxe zerstört. Harry Potter konnte es, was noch viel wichtiger ist. Das bedeutet, dass Harry nun die Macht hatte, den Dunklen Lord seiner Unsterblichkeit zu berauben, und genau das war der Punkt, an dem Voldemorts Selbstvertrauen ein wenig erschüttert wurde. Aber statt sich zu fürchten, wurde er aggressiver, lebhafter und gefährlicher als zuvor. Voldemort musste Harry um jeden Preis finden und töten. Voldemort übernahm das Ministerium und setzte alle seine Kräfte ein, um Harry zu finden. Er bedrohte jeden, der sich ihm in den Weg stellte. Die Zeit wurde knapp für Lord Voldemort und seine Horcruxe wurden nach und nach zerstört. Schließlich blieb nur noch Nagini übrig. Er musste wirklich auf ihre Sicherheit bedacht sein und versuchen, sie zu schützen. Das machte ihn wirklich wütend, weil er niemanden außer sich selbst für diese Aufgabe in Betracht zog. Diese Tatsache, dass er diese Maßnahmen ergreifen musste, passte ihm gar nicht.
Bellatrix Lestrange wurde daraufhin getötet, was ihn sehr wütend machte, und Nagini wurde auch trotz aller Bemühungen, sich in Sicherheit zu bringen, kurz darauf getötet. Die Dinge liefen nicht gerade nach Plan und es dauerte sehr lange, Harry zu töten. Voldemort wurde langsam wieder sterblich und war in Gefahr. Er musste sich mit der Tatsache abfinden, wieder sterblich zu sein und in realer Gefahr zu schweben, aber er tröstete sich damit, dass er ein besserer Duelland war als Harry. Voldemort verstand immer noch nicht, dass der Grund, warum er Harry beide Male nicht töten konnte, nicht nur an der Macht der Liebe lag, sondern wegen dem, was es braucht, um die Macht der Liebe zu erlangen. Es war wegen der Selbstlosigkeit, die Lily für Harry zeigte, und die Selbstlosigkeit, die Harry zeigte für diejenigen, die mit ihm kämpften, indem er bereitwillig in die Arme des Todes ging. Wenn also Voldemort versuchen würde, jemandem im Schloss zu schaden, würde es sofort auf ihn zurückprallen, wie in jener Nacht. Selbst nach dem Verlust seiner Kräfte durch die Magie der Liebe konnte er bis zum Ende nicht verstehen, wie das passieren konnte. Diese Magie war stärker als die meisten, die er kannte. Seine Selbstüberschätzung erlaubte es ihm nicht, etwas in Frage zu stellen, von dem er wusste, dass es in seinen Augen nicht logisch war. Jedoch war er keineswegs zuversichtlich, dass sein dritter Versuch, Harry zu töten, erfolgreich sein würde. Voldemort glaubte nicht ein einziges Mal, dass er jemals besiegt werden würde, aber als er am Ausgang seines letzten Duells mit Harry zweifelte, war das der Moment, in dem er wusste, dass er verlieren würde. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.